Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, ich bin niedergelassener Kinder- und Jugendarzt. Hier in meinen Räumen, in meiner Spezialsprechstunde, begrüße ich Sie wieder zum Thema Daumenlutschen. Darüber gibt es eine Fülle von Möglichkeiten, sich zu informieren. Mein Ziel heute ist es, aus der Praxis zu erzählen, was ich in 20 und mehr Berufsjahren über das Thema Daumenlutschen meine sagen zu können, vielleicht auch sagen zu müssen. Das Daumenlutschen ist ein angeborener, ein natürlicher Reflex, der offensichtlich beruhigt. Das wissen Sie. Und schon im Mutterleib kann man bisweilen entsprechende Bilder sehen. Sie können das im Internet nachgucken. Und es sieht wirklich süß aus, zugegeben. Nur irgendwann, wenn die Kinder 4, 5, 6, 7 und noch älter sind, dann sieht das nicht mehr süß aus, sondern dann ist es einfach nur peinlich, jeweils für das Kind. Aber vor allem ist es schädlich für das Gebiss in den meisten Fällen, wenn Kinder übertrieben Daumen lutschen. Und deshalb die Frage, was soll man tun als Eltern, wenn ein Kind, genauer ein Baby, also im ersten Lebensjahr, offensichtlich sehr stark an seinem Daumen hängt. Der Schnuller ist in diesem Fall deutlich besser als der Daumen. Den Schnuller kann man mit 3 Jahren spätestens, so meine ich, relativ problemlos wegnehmen. Eine Methode, wie man das in meinen Augen und Erfahrungen recht zuverlässig tun kann, finden Sie in einem eigenen Video von mir. Aber jetzt zurück zu dem Fall, dass ein Kind eben den Daumen bevorzugt. Das sind dann meistens die Kinder, die sich nicht so einfach diesen Daumen herausziehen lassen und stattdessen den Schnuller akzeptieren. Das höre ich auch immer von den Eltern. Mein Kind nimmt keinen Schnuller. Und da muss ich sagen, das ist eine Aussage, die oberflächlich ist und zu schnell erfolgt. Weil nach meiner Erfahrung es sehr wohl gelingt, ein Kind umzutrainieren. Aber das braucht Zeit, das braucht Geduld, es braucht ein sanftes, ein nachdrückliches Beharren darauf, den Daumen festzuhalten und stattdessen den Schnuller anzubieten. Die Kinder spucken den aus, sie drücken den raus. Das kann Tage, das kann manchmal auch Wochen dauern. Jawohl, das gebe ich zu. Aber wenn sie das nicht schaffen, es zu verändern vom Daumen auf den Schnuller, dann werden Sie das Problem haben, dass dieses Kind später mit dem Daumen entsprechende Probleme haben wird. Insbesondere im Bereich der Zähne, im Bereich des Kiefers. Davon können Zahnärzte und Kieferorthopäden ein Lied singen. Ich habe gerade über den extremen Fall gesprochen, wenn ein Kind massiv ein Lutschkind ist. Jetzt gibt es Kinder, die nur ab und zu am Daumen oder an einem Finger lutschen, zum Beispiel zum Einschlafen oder unter Stresssituationen. Aber das nicht zu entsprechenden Veränderungen im Mund führt. Wenn man das unter Kontrolle hält, bei den Vorsorgeuntersuchungen oder noch besser, wenn die Kinder recht früh, schon ab dem ersten Geburtstag mit zum Zahnarzt gebracht werden in einem solchen Fall und der Zahnarzt kontrolliert, ob es zu Fehlstellungen kommt und wenn nicht, dann gibt es auch keinen Grund, jetzt forciert dem Kind den Daumen unbedingt abgewöhnen zu müssen. Das sind diese Fälle, in denen man darüber diskutieren kann. Bei meinen eigenen 4 Kindern war mir das Risiko zu groß, dass sie Daumenlutscher werden. Sie waren nämlich alle 4 recht kräftige Sauger. Und deshalb habe ich von Anfang an meine Kinder an den Schnuller gewöhnt und hatte kein Problem, mit 3 Jahren den Schnuller den Kindern entsprechend abzutrainieren. Wenn ich meine Erfahrung nach über 20 Jahren Sprechstundentätigkeit Ihnen weitergeben darf, dann heißt das, es gibt nur wenige Kinder, und das sind weniger als 5%, die weder einen Schnuller noch einen Daumen noch sonst etwas brauchen, um sich zu beruhigen. Ideal, wenn es so ist, aber das sind wenige. Und es ist so, dass wenn es zu Kieferproblemen, zu ernsthaften Kieferfehlstellungen und Zahnfehlstellungen gekommen ist, es immer bei den Daumenlutschkindern war, nicht bei den Schnullerkindern, weil man den Schnuller einfach mit der entsprechenden Technik wegnehmen kann.
Deshalb zum Schluss eine klare Ansage von mir: Wenn Sie ein Baby haben, das ein starkes Saugbedürfnis hat, dann geben Sie ihm den Schnuller und lassen es nicht zu, dass es den Daumen nimmt. Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, ich bin niedergelassener Kinder- und Jugendarzt. Hier in meinen Räumen begrüße ich Sie wieder zu einer interessanten kleinen Vorlesung über Polakisurie. Werden Sie sich fragen, was ist denn das nun schon wieder für ein Fremdwort?